Wenn heute der größte Teil Europas sich der Menschenrechte und des Friedens erfreut, dann hatten wir uns das auch weder 1918 so vorgestellt, noch 1933, noch 1945. Dieser unglaubliche Fortschritt ist zugleich für uns alle eine Verpflichtung. Und lasst uns deshalb dafür arbeiten und dafür kämpfen, dass die historisch einmalige Europäische Union aus ihrer gegenwärtigen Schwäche standfest und selbstbewusst hervorgeht. Ich danke Ihnen sehr.